Ja Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, die Jedi Fallen Order. Wir machen weiter, Jedi Fallen Order haben wir vor 4 Jahren durchgespielt. Wir machen weiter und ja, müssen jetzt, ich glaube, in Teil müssen wir finden. Genau, machen wir mal. Gehen hier rein. Genau, er hat den Weg hier, ja. Was? Den Schmuggler schon, ne? Schmugglerstollen, ha? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Ja. Frage ist, sind sie auch Gegner? Das ist die Frage. Kein Ausweg. Einer von mehreren Tunneln unter Pylon Salon, die Nähe zum Landeplatz wäre ideal für den Schmuggel. Und waren in und aus der Kantine, ohne dass nur ihre Augen etwas davon mitbekommen. Autsch. Wir auch Schaden kriegen? Borglinge. Haben die Grease so erschreckt? Du bist okay, Kumpel. Hast du Grease hier unten erschreckt? Genau so. Süßer Fratz. Kann man den Bocken streicheln? Man kann den Bocken streicheln. Errungenschaft freigeschaltet. Wollen wir ein bisschen anlegen? Mal über das Thema. Zack. So, beide weg. Müssen wir jetzt mal markieren, ne? Nee. Und was ist? Fähigkeitspunkte, nice. Ja gut, wir müssen die Fähigkeitspunkte immer ausgeben, ne? Ja. Ups. Ja, ich weiß. Ich wieder vergessen. Sei hier vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Verstaubt und verlassen. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Hier gibt's kein Generator. Nein. Ah ja. Mist. Tür von einer Seite verschlossen. Lass mich raten, noch mehr Schürfausrüstung. Sucht auf Kobo eigentlich irgendjemand nicht nach Schrott? Ist das? Ist es das? Das gibt blaue Flecke. Nicht glotzen, sondern springen. Hä? Je schneller wir bei Grease sind, desto. Das sollten wir uns ansehen. Erfüllen das Gyro-Modul und jetzt ist die bringe das Gyro-Modul zu Grease.
Ah, gut. Das hier nur verschwindet, ich gebe überleben. Kairin wird leben, wenn er einen Simbäder von BD1 nutzt. Ich glaube, dass das hier gar nicht mal doof wäre. Genau, und dann... dass man das hier macht. Weil... das ergibt schon Sinn. Tipp hier mal um. Lockanzeige füllt sich schneller. Das ist genau interessant. Warte mal. Distanz und Ziel schaffen, das kennt sich auch mal lohnen. Dann nehmen wir das mal. Genau. Schön. Okay, ich bin bereit. Bin bereit, wenn du es bist. So. Erinnert mich fast an das Übungsgelände der Jedi. Aber es fühlt sich anders an. Älter. Wirst du da ein bisschen älter sein, Kumpel? Davon kannst du ausgehen. Also das hier ist schon... das wird schon eine Jahre auf dem Buckel haben. Das, okay, ja. Was, das habe ich zu schnell gemacht, oder? Ja. Verdammt. Nochmal, ganz in Ruhe. Ich bin das gewohnt von einem ganz alten Spiel, dass man das ja ganz schnell machen musste. Bitte, Persia. Was ist das für ein Baby? Neige ich halt immer dazu, es in jedem Spiel dann ganz schnell machen zu wollen. Also wenn nachher in vielen Spielen eigentlich gar nicht mehr nötig tut. Gut gemacht. Tragödie. Enorme Felsmauer schützen wird das Dach in diese unterirdische Zuflucht. Dass eine starke oberirdische seismische Aktivität schließen lässt. Aus wie eine Datendisk. Oh. Cool. Nicht ganz richtig, aber egal. Ich habe ja keinen Schaden genommen. Ja, das hat jetzt geklappt. Okay, gehen wir weiter. Aber wenigstens haben wir jetzt maximale Gesundheit. Das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht. Hier unten gibt es immer noch Strom. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Ah. Schlecht. Denkst du, die hält uns aus? Cool.
Vorsicht, bitte. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Wie lautet dein Name, Droide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sie. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree? Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, Sie. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch, halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, Sie. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tennelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Guten Tag! Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein! Ich stecke fest! Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Cal. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. Okay. Das geht nicht. Oder spielen mir meine Fotorezeptoren einen Streich? Nicht wirklich, Sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Roben. Ich trage lieber einen Poncho. Oh Gott. Autsch, 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 okay. Ah. Okay. Mal hier dann helfen. Benutzt die Kugeln, um die Brücke zu aktivieren. Dann könnt ihr die Kraftsteuerung bedienen. Glaube ich? Wer weiß das schon nach so vielen inaktiven Jahren?
Bei diesen Droiden ist mehr als eine Schraube locker. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Und geschafft. Gut gemacht! Gleich bist du frei, Sie. Lasst euch Zeit. Ich sitze hier erst seit einer Weile fest. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Ja, davor, das will ich retten. Da ist mal hier. Genau. Mal sehen. Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Also sieh, was ist Tenalor? Ein Planet, versteckt in dem Kobo-Abyss. Dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens, an der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das oder das? Nein. Oh, ja, das ist der Weg. Mir nach. Jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand. Kanntet ihr sie, Cal? Kann ich nicht behaupten. Egal. Aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Der Ausgang ist da drüben. Ich hatte großes Glück, dass ihr im richtigen Moment gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. Na, dann schätzt ihn ja noch mal auf. Sieh, dieser Planet, den ihr erwähnt habt, wie ist der? Tenalor? Was für ein wundersamer Ort! Wie komme ich dahin? Durch den Kobo-Abyss! Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Ja, da müssen wir das wieder hervorkramen. Nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Cal. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Was war das? Ja, ich würde ganz gerne vorher.
Genau, hier ist ein Meditationspunkt, genau. Jetzt sollten wir vorher. Ah, nee, das war der, du vorher erreichen ist, ne? Ja, warte, hier ist einer. Da sehe ich doch einen. Genau. Ich muss mich konzentrieren. Und weiter.